Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Es hat uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten, mit tollen Menschen. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Ich werde jetzt diesen Jahreswechsel begehen mit Familie und Freunden und all denjenigen, die das nicht können, weil sie für uns im Dienst sind, als Soldat oder als Polizistin, im Krankenhaus oder in anderen Bereichen, sage ich ein herzliches Dankeschön. Außenminister ganz außen, ja.